In der heutigen Zeitreise sind wir zu Gast bei Fritz Reuter. Es gibt Straßen, Schulen, es gibt Gesellschaften, es gibt Museen und in Rostock sogar einen ganzen Stadtteil. Alle tragen seinen Namen. Fritz Reuter, die große Figur der niederdeutschen Literatur. Seit einiger Zeit gibt es übrigens ein ganz interessantes Buch und da wird Fritz Reuter von einer ganz anderen Seite vorgestellt. Ich werde in dieser Sendung einmal für Sie in dem Buch blättern. Der Name Fritz Reuter wird garantiert immer sofort eine große Rolle spielen, wenn man von niederdeutschen Autoren und Schriftstellern spricht, und das mit Recht. Im Mecklenburg des 19. Jahrhunderts zählt er zu den bedeutendsten Bürgern des Landes, obwohl es in seinen Jugendjahren zunächst nicht danach aussah. Aber er war nicht nur ein herausragender Schriftsteller, sondern er war noch mehr in der Zeit des Vormärz. Rebell, Freiheitsdenker und Kämpfer, so auch als Redner auf dem Hambacher Fest 1832 und aktiver Unterstützer der 1848er Revolution. Er war begeisterter Verfechter der plattdeutschen Sprache. Seine besondere Liebe galt aber dabei der Sprache der einfachen Leute seiner Heimat. Insbesondere war es die mecklenburgische und vorpommersche Mundart, so dass er zu einem Wegbereiter ihrer Wiederbelebung wurde und sie durch ihn auch Anerkennung als Literatursprache fand. Und, was viele nicht wissen, er war auch Maler. Begleiten wir diesmal Fritz Reuter durch sein Leben, unter anderem mit vielen von ihm gefertigten Bildern. Geboren wurde Reuter, der eigentlich die Vornamen Heinrich Ludwig Christian Friedrich trug, am 7. November 1810 in Staffenhagen als Sohn des dortigen Bürgermeisters. Seine schulischen Leistungen waren schlecht, genau wie seine Disziplin. Zunächst wurde er privat unterrichtet, wechselte aber Ostern 1824 in die Gelehrtenschule Friedland. Zwei seiner Mitschüler aus jener Zeit überliefert er uns. Im Jahr 1826 verstarb seine Mutter. Zwei Jahre später, also 1828, wechselte Fritz Reuter auf das Gymnasium in Parchim. An seine Lehrer erinnerte er sich auch später noch einmal. Einer von ihnen, der für Reuter wichtig war, war Karl Horn, 1815 einer der drei Begründer der deutschen Urburschenschaft in Jena, wo noch heute daran erinnert wird. Reuter machte in Parchim zum ersten Mal mit deren Ideen Bekanntschaft. Hier wurde die Grundlage seiner demokratischen Gesinnung geprägt, der seinen Lebenslauf nachhaltig beeinflussen sollte. Sein Lehrer war aber auch Mitglied der Lützower Jäger im Befreiungskrieg gegen Napoleon. Dort bei den Lützowern diente auch Turnvater Jahn, der später auch Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung wurde. Gesteuert durch dessen Popularität liebte Reuter bereits als Schüler das Turnen, das neben dem Zeichnen sein Lieblingsfach war. Denn eigentlich wollte der junge Reuter Maler werden. In Parchim hielt er unter anderem per Zeichnung seinen Schulfreund und dessen Vater fest. Auch seine Parchimer Schülerliebe Adelheid Wüsthof, Tochter des dortigen ersten Bürgermeisters, porträtierte er. Mit seinen Bewerbungsunterlagen und dem Reifezeugnis kam er 1831 nach Rostock, um an der Universität zu studieren. In der Lagerstraße 46 bezog Fritz Reuter Quartier. Dies ist eine Querstraße zur Langenstraße, da wo diese in die Schmiedestraße überging, unterhalb der Marienkirche. Jura musste er auf Druck seines Vaters studieren, mit ein Grund, warum sein Verhältnis zu ihm immer mehr abkühlte. Hier in Rostock war er Mitglied des Studentenkorps Vandalia und der Rostocker Burschenschaft. Zur gleichen Zeit studierte übrigens auch Jörn Brinkmann in Rostock. Doch beide hatten eine innige Abneigung zueinander. Eine Freundschaft, die ein Leben lang halten sollte, begann hier mit Moritz Wickers. Dieser wurde später ebenfalls Schriftsteller und dann 1848 zum Präsidenten der konstituierenden Abgeordnetenversammlung von Mecklenburg gewählt. Doch bereits ein Jahr später, 1832, zog es ihn nach Jena. Dort wurde er Mitglied der Allgemeinen Burschenschaft, die das Motto Ehre, Freiheit, Vaterland vertrat
und er schloss sich ihrer radikalen Richtung Germania an. So war er in Jena auch an Auseinandersetzungen und Schlägereien beteiligt. Noch im selben Jahr wurde er zum ersten Mal festgenommen. Reuter floh aus Thüringen in seine mecklenburgische Heimatstadt Staffenhagen. Die Versuche, eine Studienerlaubnis dann für Halle oder Leipzig zu erlangen, scheiterten aber. Auf der weiteren Suche nach einem Studienplatz, nun in Berlin, wurde er 1833 festgenommen und in die dortige Stadtvogtei gesperrt. Dies auch aufgrund der Karlsbader Beschlüsse von 1819, die die Überwachung der Universitäten und die Einschränkung der Meinungsfreiheit forderten. Wegen Teilnahme an hochverräterischen burschenschaftlichen Verbindungen in Jena und Majestätsbeleidigung, wie sein Auftritt beim Hambacher Fest für Freiheit, wurde er 1836 zum Tode verurteilt, anschließend aber zu 30 Jahren Festungshaft begnadigt. Einer der letzten Haftorte war für ihn ab 1837 die Festung Magdeburg. Hier änderte sich auch sein Malstil bei der Porträtierung seiner Mitgefangenen. Für ihn folgte darauf die Festung Graudenz in Westpreußen. Auch hier zeichnete er und malte seine Mitgefangenen. Aber nun waren es Federzeichnungen, die er bevorzugte. So waren es unter anderem auch drei Szenen von Faust und Gretchen und eine zum König von Thule. Aber auch mit Tuschzeichnungen beschäftigte er sich, wie bei Atoll und die Neuen Musen. Seine letzte Festungsstation sollte dann ab 1839 die Festung Dömitz sein, da, wo Elde und Elbe zusammenfließen. Damit war Reuter wieder auf mecklenburgischem Boden. Der Großherzog von Mecklenburg, Paul Friedrich, begnadigte ihn zu 8 Jahren Festungshaft. Kommandant der Festung war Oberstleutnant Christian von Bülow. Mit ihm und dessen Frau verband Reuter fast ein freundschaftliches Verhältnis. In deren Tochter Frieda verliebte er sich. Auch mit der Bürgermeisterfamilie Vogel pflegte er gute Kontakte und porträtierte diese. In der Stadt durfte sich Fritz Reuter frei bewegen. 1840 wurde er durch Amnestie begnadigt und konnte im August Dömitz verlassen. Mit seinem Hund Schüten, der ein Geschenk der Kommandantentöchter zu seinem 29. Geburtstag war, machte er sich zunächst auf den Weg nach Grabow. Anschließend ging er nach Jabel, in der Nähe von Waren an der Müritz. Sein Lieblingsonkel war dort Pastor. Dieser war vom zeichnerischen Talent seines Neffen angetan, erstellte er ihm doch eine Karte seines Pfarrackers. Seine nächste Station war dann ab 1842 Demzin bei Basedow, in der Nähe von Malchin. Hier trat Fritz Reuter beim Gutspächter Rust in Stellung als Volontär und befreundete sich mit seinem Volontärkollegen Klinge. Die Kinder der Familie Rust tauchen später in seinem Werk Ut Minestrumtit wieder als die Zwillinge Lining und Mining auf. In diesem kleinen Ort lernte er nicht nur einige Mecklenburger Originale kennen, sondern auch seine spätere Frau Luise, Tochter des Pastors Kunze. Auch ihre Brüder hat Fritz Reuter porträtiert. 1845 war für ihn ein bedeutendes Jahr. Noch war er auf dem Lande und hielt als Maler das dortige Leben fest. Im selben Jahr starb sein Vater, der ihn praktisch enterbte. Reuter war mittlerweile schon 35 Jahre alt. Nun erst begann er mit dem Schreiben. Anonym veröffentlichte Reuter in Mecklenburg ein Jahrbuch für alle Stände, seine ersten kleinen satirischen Beiträge. Im Revolutionsjahr 1848 zog es ihn wieder nach Staffenhagen. Dort wurde er Vorsitzender des Reformvereins, einem Sammelbecken der oppositionellen Kräfte des Landes, wozu unter anderem auch die Landwirte Friedrich und Johann Pocke, der Agrarwissenschaftler Heinrich von Thünen, sein Freund und Jurist Moritz Wickers, der Theologe Julius Wickers sowie der Schweriner Hofbaurat Georg Adolf Demmler gehörten. Nach der gescheiterten 48er Revolution ging Fritz Reuter 1850 nach Treptow, dem heutigen Alten Treptow, an der Tollense und wurde Privatlehrer für Zeichnen und Turnen. Die benötigten Tongeräte wurden nach seinen Zeichnungen angefertigt. Treptow
war für ihn noch einmal ein Höhepunkt in seinem malerischen Schaffen. Reuter war sehr beliebt und erfuhr hier oftmals in gemütlicher Runde oder aber beim Spaziergang, was seine Mitmenschen bewegte. Dafür war er sehr dankbar. Auch die ersten bekannten Werke aus der Feder des immer beliebter werdenden Schriftstellers wie Polterabendgedichte in hoch- und niederdeutscher Mundart und die erste Folge von Leuschen und Riemels entstanden hier. Auch gab er 1855-56 das Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern heraus. Nach Neubrandenburg zog es die Familie Reuter zwischen 1856 und 1863. Hier wirkte er als freier Schriftsteller und lebte glücklich mit seiner Frau. Der gesellige Reuter war ein gern gesehener Gast an so manchem Stammtisch der Stadt. Hier holte er sich seine Anregungen für einen Großteil seiner bedeutendsten Werke, die er in jener Zeit schuf, her, wie zum Beispiel 1857 Kanhüsung und 1859 Ute Franzosentied. Ab dem Jahr 1859 wurden seine Werke dann von Detlof Karl Hinsdorf herausgegeben, der wenige Jahre später 1863 seinen Firmensitz nach Rostock verlegte. All das führte zur enormen Verbreitung seiner Werke. Gemeinsam entwickelten sie dabei eine neue Kunstform des Niederdeutschen. Reuters Werke fanden Verbreitung weit über den niederdeutschen Sprachraum hinaus. Er war zeitweise der meistgelesene Autor in ganz Deutschland. Seine Werke wurden in 11 Sprachen übersetzt. Bei Hinsdorf erschienen nun unter anderem 1860 Hannenüte und De Lütte Pudel, 1861 Ut mine Festungstied sowie 1862 Ut mine Stromtied. Zu seinen Malutensilien griff Fritz Reuter nur noch ganz selten. Eines seiner letzten Bilder, die er noch in Mecklenburg schuf, war das Porträt von Kirchenrat Buchter aus Schwanbeck bei Treptow. Nachdem Großherzog Friedrich Franz seine Zustimmung erteilte, verlieh ihm die Universität Rostock 1863 die Ehrendoktorwürde. Noch im selben Jahr siedelten die Reuters nach Eisenach über. Hier erlebte er den glanzvollen Höhepunkt seines Ruhmes als Schriftsteller. 1868 bezogen sie ihre eigene Villa Reuter am Fuß der Wartburg. Wahrscheinlich ist die Figur des Durchleuchting alias Adolf Friedrich IV., Herzog von Mecklenburg-Strelitz, die letzte Bildüberlieferung aus jener Zeit. Fritz Reuter starb in Eisenach 1874 im Alter von 63 Jahren. Die Urgeschichte von Meckelburg erschien 1874 als nachgelassene Schrift mit einer von der Witwe autorisierten Biografie, geschrieben durch den Rostocker Adolf Wilbrandt. Von den vielen Denkmälern, die ihm weltweit gewidmet wurden, ist wohl das in seiner Geburtsstadt Staffenhagen, geschaffen 1911 von Wilhelm Wandschneider, eines der schönsten. Dazu gehören Reliefs, Szenen aus seinen beliebtesten Werken. Wir sind nun genau dort, wo dieses tolle Buch herausgekommen ist, erschienen ist in einem Verlag. Wir sind zu Gast im Hinsdorf Verlag. An meiner Seite die Leiterin des Hinsdorf Verlages, Frau Eva-Maria Buchholz. Frau Buchholz, dieses tolle Buch, das wievielte Reuter-Buch ist es denn überhaupt aus Ihrem Verlag? Das kann ich gar nicht genau sagen. Wenn man die vielen Nachauflagen mitzählt, etliche, das geht an die Hunderte. In meiner Zeit sind es ungefähr 20 Titel und ich bin seit 15 Jahren beim Hinsdorf Verlag. Wir haben im Film gesehen, es war 1859, da haben sich dann Karl Hinsdorf und Fritz Reuter geeinigt, gemeinsame Wege zu gehen. Das muss doch irgendwie die Sternstunde gewesen sein für den Verlag, oder? Ja, absolut. Das war für beide die Sternstunde, denke ich mal. Also Fritz Reuter ist durch den Verlag natürlich bekannt geworden. Das Niederdeutsche wurde als Literatursprache auch etabliert und dem Hinsdorf Verlag, der ja vorher wissenschaftlich orientiert war, hat diese populäre Literatur unglaublich gut getan. Also es wurden ja Bestsellerauflagen dann verlegt. Da kann man nur sagen, na, auch aus heutiger Sicht, das ist ein toller Erfolg. Also in den ersten 20 Jahren sind 2,5 Millionen Reuter-Titel
verlegt und verkauft worden. So viel ist es heute nicht mehr, aber natürlich führen wir Reuter noch im Programm. Das sind beeindruckende Zahlen. Sie haben ja schon den Ball zugeschmissen. Wie wichtig ist denn heute Reuter im großen Programm des Hinsdorf Verlages? Reuter ist ein ganz wichtiger Autor im niederdeutschen Bereich, neben Tarnow, neben Brinkmann. Aber wir haben viele Reuter-Werke im Programm und ich freue mich, dass wir immer wieder welche neu drucken müssen, weil sie eben heute immer noch gekauft werden. Ich denke, gerade heute ist es auch wichtig, wo das Plattdeutsche doch im Land wieder eine stärkere Rolle spielt und auch glücklicherweise gefördert werden wird, zum Beispiel durch das Platinum, durch das Plattdeutsche Abitur, das man machen kann an 6 Gymnasien. Da kommt man natürlich an Reuter auch nicht vorbei, weder in der Literatur noch im Spracherwerb. Also Reuter ist der Autor, der das Niederdeutsche auch zur Sprache erhoben hat. Und ja, da hoffe ich schon auf die nächsten Nachdrucke. Also ich denke schon, das wird was werden. Reuter ist also wieder richtig in, wie man neudeutsch sagen würde. Lassen Sie mich fragen, welche weiteren Schwerpunkte gibt es im Verlag? Was ist wichtig? Was wird gekauft? Was wird gedruckt? Wichtig ist für uns natürlich, der wichtigste Schwerpunkt ist alles, was regional ist. Das können wissenschaftliche Werke sein, wie das Mecklenburgische Klosterbuch. Das können aber auch Krimis sein. Wir haben auch einen Krimi, in dem Fritz Reuter als Ermittler eine Rolle spielt. Ist natürlich. Und macht er seine Arbeit gut? Ja, er löst den Fall auf jeden Fall. Und er ist tatsächlich natürlich auch mit den Zügen des tatsächlichen Reuter versehen. Aber natürlich ist es Fiktion, das ist schon so. Ansonsten haben wir im Herbst Albenprojekte, also das Rostock-Album, da kommt schon der 3. Band. Das ist etwas, wo die Rostocker sehr, sehr viel beitragen. Darüber bin ich auch sehr froh und dankbar, dass doch ganz viele da mitmachen. Also es klingt wahnsinnig interessant, was Sie uns erzählen konnten. Erstmal vielen Dank dafür, für die Zukunft. Toi, 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 mögen alle Projekte richtig gut rüberkommen. Wir bleiben bei Ihnen auch am Ball mit den interessanten Büchern. Und für heute sage ich erstmal Dankeschön. Dankeschön auch Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir treffen uns natürlich pünktlich wieder im nächsten Monat zur nächsten Sendung. Ja, da geht's ums Wasser. Und zwar um die Wasserverbindung zwischen Rostock und bis nach Güstrow. Dazwischen liegt die Schleuse und Sie ahnen schon, was da kommt. Aber mehr darf ich nicht verraten. Bleiben Sie neugierig und hier nochmal Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen.